Willkommen, liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Beim letzten Mal haben wir einen wunderschönen weiblichen Majin Buu gemacht. Bubi, ihr Name. Und ich muss sagen, der ist mir echt gut gelungen. Oder sie ist mir gut gelungen. Auch der Name ist super geil. Diesmal machen wir Freezer. Und ich habe vor, mir einen Golden Freezer zu bauen. Allerdings glaube ich nicht, dass es möglich hier ist, den exakt zu treffen. Denn ich habe jetzt gerade mal schon mal reingeschaut. Man kann irgendwie nicht die finale Form hier auswählen. Man kann hier nur diese Form hier auswählen und irgendwie da mal ein bisschen rumbasteln. Aber so ein Golden Freezer oder sowas, wie ich mir vorstelle, das wird nicht klappen, Leute. Das wird leider nicht klappen. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, versuch trotzdem dein Bestes irgendwie rauszuholen. Und machen wir jetzt auch. So, wir fangen an mit dem Gesicht. Wir machen erstmal die Farben. Und dann machen wir den Typen selbst. So, im Gesicht ist er auf jeden Fall lila. Auf dem Kopf ist er auch lila. Der eigentliche ganze Kopf ist so ein bisschen helleres Gelb. Jetzt müssen wir mal gucken. Was nehmen wir eigentlich als Gold gleich? Das müssen wir auch nochmal abchecken. Nehmen wir das als Gold. Also das hier. Brauchen wir irgendwas Helleres. Nehmen wir mal das jetzt hier als Farbe drumherum. Dann muss das eigentlich auch gelb. Also die Farbe annehmen. Denn er ist irgendwie in der Mitte seines Körpers hat er diese Farbe. Also nicht exakt die Farbe, das ist nämlich auch schwer zu treffen, die gleiche Farbe. Aber er ist ein bisschen heller und außen die Beine und die Arme sind überwiegend gold. Ich werde es gleich mal versuchen, ein bisschen besser darzustellen. So, das ist auch lila auf jeden Fall. Passt das so vom Farbton her? Ungefähr. Ja, ist halt schwer. Es ist schwer. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, den aktuell nachzubauen. Es ist einfach nicht möglich. Dann machen wir die Augen nochmal rot. Knallrot oder so rot? So rot. Kostümfarbe oben. Geht's nämlich schon los. Das ist schon wieder nicht so, wie es sein müsste eigentlich. Deswegen. Nehmen wir mal die Farbe. Ich weiß nicht. Nee, das passt irgendwie auch nicht. Das vielleicht. Das könnte vielleicht sogar passen, ungefähr. So, dann haben wir das hier. Das müsste wieder Gold sein. Das sind ja die Beine. Die sind auf jeden Fall Gold. Dann haben wir die Hände. Die sind lila. Das sind die Fingernägel, glaube ich. Die, keine Ahnung, wie die sind. Schwarz oder so. Und dann haben wir die Füße. Und da ist natürlich auch wiederum das Problem einfach an der Form. An der Form von Freezer selbst. Es ist halt nicht die finale Form und das müsste es eigentlich sein. So, ich gucke gerade mal, ob das so von der Farbe zumindest mir ausreicht. Eigentlich auch nicht. Das Gold ist okay, aber die Farbe in der Mitte. Farbe in der Mitte passt eigentlich, es passt, es geht so, also das, was man hier rausholen kann, würde ich sagen, passt es in etwa, aber die Form halt, die Form zerstört einfach alles, weil, wie gesagt, so sein Genitalbereich, wenn er überhaupt einen Genitalbereich hat, ich weiß es ja nicht, ich weiß gar nicht, wie die sich fortpflanzen, wie pflanzen die sich eigentlich fort, ich weiß es gar nicht, der ist auch nicht lila oder sowas, der ist eigentlich auch komplett gold. Sein Bauch plus Oberkörper ist in dieser helleren Farbe. Und dann seine Füße eigentlich, das passt hier. Nur halt, dass er eigentlich diese drei Zehenfüße hat und keine Schuhe anhat. Deswegen, so. Es ist nicht besser möglich, denke ich. So von der Farbe her erstmal. So, jetzt brauchen wir eine Kopfform. So. Er hatte eigentlich diese normale
finale Kopfform. Das heißt so in etwa, nur dass dieser lilane Bonbon oben drauf ein bisschen größer ist. So in etwa, obwohl das auch nicht mal reichen würde. Ja, aber zwischen Bonbon und Gesicht ist auch diese helle Farbe. Mal gucken, ob es hier irgendwie was anderes noch gibt. Ja. Nee. Dann müssen wir das hier nehmen. Pupillen. Auch ein bisschen kleiner. Nase. Ja, Nase passt. Das Kinn. Boah, das wird schon Golden Freezer cooler Version, ey. Das wäre auch. Na. Nehmen wir das ungefähr. Und das ungefähr. Also, das ist das Beste, was ich rausholen kann, Leute, hier. Ah, Mann, ey, das geht mir voll auf den Sack. Ich hätte gedacht, dass du echt die finale Form nehmen kannst von Freezer. Wer will denn einen Freezer-Typen machen, der nicht in der finalen Form ist? Wer will denn das? Ich will doch zumindest mal die Wahl haben. Ich glaube nicht, dass jemand, wenn sich jemand einen Freezer-Typen macht, der will doch nicht diese Form haben, oder? Oder will sich jemand so einen machen, denn? Also ich meine, ich habe schon alles Krasse rausgeholt, aber diese Schulterpolster auch und so, das ist doch einfach. Oh, was willst du mir sagen? Ah, ich glaube, es ist okay. So von dem, was man rausholen kann, ist es okay. Also lassen wir den so. Stimme. Müssen wir eigentlich eine helle nehmen, aber ich nehme einfach eine dunkle Stimme. Einmal eine schöne tiefe Stimme. Eigentlich nicht Freezer-mäßig, weil der ist eigentlich auch piepsig. Zumindest im Original. Wie nennen wir den jetzt? Wie nennen wir den jetzt? Tja, Leute. Golden Sorb? Eine Mischung? Was ist denn jetzt los? Schon wieder der Controller leer, sag mal. Wer macht den denn immer leer hier, Alter? Golden Sorb? Ich weiß es nicht. Dieses Sony-Ladekabel, wa? Oh Mann, ey, ich muss mir endlich mal ein neues holen. Aber das Standard-Ladekabel ist einfach so ein Dreck. So kurz, die Scheiße. Golden Sword. Golden Sorbza. Das hört sich schon wieder scheiße an. Golden Sorb. Oh Leute, ich verschwende schon wieder so viel Zeit. Nur mit dem Namen. Eine Mischung aus Freezer und Sorbus. Freebus? Nee. Sorbsa? Nee. Busa? Nee. Zabus? Nee. Das klingt alles scheiße, Mann. Ich nehme Golden Sorb. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Fuck, ich hätte mir vorher Gedanken machen sollen. Ich habe mir nur Gedanken gemacht über das Design. Ach, Leute, ey, oh, ich hoffe, dass man. Ich nehme jetzt Golden Sorb einfach. Nee, ich bleib hinten. Ich bleib hinten und feuere gerne, denn wir machen hier auf jeden Fall uns einen miesen Key-Typen. Ja, wir machen uns auf jeden Fall einen miesen Key-Typen, der richtig krasse Angriffe hat.
Oder zumindest ist geplant ist, dass er fette Angriffe hat. Denn hier müssen wir jetzt wieder mit dem freispielen alles. Weil ich jetzt wieder auf dem Online-Account bin. Was ja die einigen Leute ja immer noch nicht verstanden haben, dass ich nicht mit dem Sorbus online kämpfen werde. Wegen dem Account. Hab ich aber auch schon dreimal erklärt, glaube ich. Mensch, Mann, ich bin unzufrieden mit der Form. Vielleicht kann man ja sicher sogar noch einen Anzug kaufen. Kann man das vielleicht? Gibt's das? Dass man sich einen Anzug kaufen kann wenigstens? Oh Mann, ey. Karottencake. Okay. Seht ihr mich? Bin ich geil oder was? Bin ich. So. Wir sind ja, wie gesagt, sind wir ja bei diesem Account jetzt. Und das heißt, ich habe auf jeden Fall zumindest die Super Genki Dame freigeschaltet. Dann habe ich... Was habe ich denn noch hier? Böse Sprengung. Boah, die sind bestimmt jetzt alle neidisch, oder? Was meint ihr, Leute? Stimmt. Guck mal, Tenshin Han haben wir auch noch nie angeblabert. Komm, machen wir das doch mal einfach. Willst du mein Trainer werden? Alles klar, willst du. So. Dies beendet die aktuelle Beziehung. Ich habe keine aktuelle Beziehung. Oder sag mir nicht, das wird auch noch übernommen. Offene Ballfaust? What? Was ist das denn für ein Angriff? Offene Ballfaust. Kann man, Leute, wisst ihr das? Kann man vielleicht noch einen Anzug kaufen oder irgendein Kostüm für Freezer, Leute? Was die denn aussehen lässt, wie die finale Form, weil diese Schulterpolster alleine. Oder was meint ihr dazu? Das ist doch nicht so geil. Okay, Alter. Ey, ohne Witz, irgendwie ist jeder geiler im Nahkampf zu kämpfen als ein Namekianer. Willst du mich verarschen? Ja. Energieschuss ist auch wieder was anderes, oder? Testen wir gleich mal. Ach, das ist okay. Zack, zack, zack. 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 Der hat gesessen. Ich mach gar keinen Schaden, ey. Level 1 Freezer. Block doch nicht alles, Tenshin Han. Das war extra für dich. Hey Leute, ich muss mir was für Swordman überlegen, wenn ihr den überhaupt nochmal sehen wollt. Ich weiß es ja gar nicht. Weil... Den Swordman, den kannst du vergessen, ey. Ich glaube, ich mache mir nochmal einen anderen Namekianer. Der auch auf die Ki-Angriffe geht, weil... Also der Namekianer ist wirklich am beschissensten im Nahkampf, einfach weil er diese weit ausschweifenden Angriffe macht, so links, rechts, was ihr ja schon mehrfach gesehen habt. Das war einfach nicht so geil mit dem. I see. With your skills, I bet you can handle my moves. Ja, natürlich. Klar doch, Tenshin Han. Z-Rang direkt. Woo!
Bin der Geilste, bin ich doch. Also von den Farben her bin ich zufrieden, Leute. Von den Farben her, denke ich, haben wir das Bestmögliche rausgeholt. Aber die Form halt beim Golden Sorb. Ja, offene Ballfaust. Wow, 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 die, wie sie direkt gucken kommen. Alter, was ist das hier? Der sieht ja voll geil aus. Der sieht ja voll geil aus. Ey, du möchte gern. Tja. So geil wie ich siehst du nun mal nicht aus. Alles klar, ein Freezer und so ein Gohan-Kostüm auch nicht schlecht. So. Okay, was machen wir denn jetzt noch? Noch eine Online-Parallel-Quest oder was? Also, vielleicht erstmal aufleveln. So, mal gucken, was ich hier helfen kann oder halt auch nicht. Ist eigentlich schon wieder eine Mission, die viel höher ist, als ich sein sollte. Nein, noch nicht damit. So. Jetzt ist Raditz dran. Sehr schön. Drauf oder Jungs? Und rein hier. Zack. Die sind bestimmt richtig begeistert von meinem krassen Typen hier, oder? Was meint ihr, Leute? Aua, 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 geh weg. Playtime is over. Ah, schlecht getimed, ey. Geh doch nicht weg, Napper. Ich will dich doch fertig machen jetzt hier. Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hier. Ich glaube, jetzt müsste Vegeta kommen, oder? War das nicht die Mission? Ich weiß gar nicht, welche ich hier ausgewählt habe. Irgendwie eine 5-Sterne-Mission. Also auf jeden Fall nichts für meine Klasse eigentlich. Mit Level 4. Yeah! Das ist keine Chance, Vegeta. Keine Chance gegen uns. Nein! Ich überlebe! Yeah, Donno getroffen. Zack! Ich bin halt einfach eigentlich viel zu schwach für die. Viel zu schwach für die Mission hier. Aber ist egal. Solange ich nicht den Leuten zur Last falle. Vielleicht nochmal zum Schluss meine Genki-Dama rausholen? Komm. Oh, das war's ja schon.
toll. Whee! Trotzdem hat man sie nochmal gesehen. Wie nur 500? What? Krass, das war nur eine Level 5 Mission. Sterne 5. Okay, dann halt nicht. Gut, Leute. Das soll's gewesen sein für dieses Mal. Und wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon die Frage gestellt. Ich habe es nicht gesehen, viele haben wieder geschrieben, was sie gerne sehen würden. Ich weiß halt wirklich nicht, ob jetzt am 1. April, am Mittwoch, der DLC kommt oder nicht. Aber es müsste ja eigentlich, weil das wären dann 2 Wochen, das wäre Ende März, bla bla bla, so ist halt April, aber am Mittwoch kommen ja immer die DLCs raus, beziehungsweise die Downloads bei der PlayStation. Dann müsste es eigentlich beim nächsten Mal schon dann den DLC geben. Aber ja, wir haben jetzt ein paar geile Charaktere. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von Golden Sorb haltet. Ich muss sagen, wir haben den ganz gut getroffen. Aber die Frage ist halt wirklich, kann man dann später irgendwie so einen Anzug freischalten, wo man dann irgendwie in der finalen Form ist? Weil anscheinend transformieren kann man sich ja nicht, oder? Oder gibt's irgendeinen Angriff, beziehungsweise irgendeine Fähigkeit, wo man sich transformieren kann im Kampf? Das wäre natürlich auch saugeil, aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber für das, was wir bisher hatten zur Verfügung, glaube ich, ist er ganz gut getroffen. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir hören uns. Hau rein und tschüss.